Ja, und ich glaube, da brauche ich ja nicht zu sagen. Alle wissen, dass wir zu Hause nicht so gut oder so gut gepunktet haben wie auswärts. Ich glaube, dass jeder bestrebt ist, das auch zu ändern. Das kann man jetzt wirklich zum Schwerpunkt machen, warum, wieso, alles auseinanderklamüsern. Ich glaube, das Wichtigste, die Arbeit zu erledigen, das macht die Mannschaft sowohl auswärts als auch zu Hause. Wie gesagt, also dass wir da oben stehen, ist alles hart von uns erarbeitet. Das ist kein Selbstläufer und wir werden Woche für Woche alles dafür tun, dass wir halt auch da oben stehen bleiben. Sehr klar. Und ja, also hätte ich mir vor der Saison auch nicht so erträumt, ehrlich gesagt. Ja, ich weiß, letztendlich weiß es keiner, ob das genau der Grund ist. Da kann man auch hinterher in Gesprächen versuchen, den Grund rauszufiltern. Ich glaube, da hat man wenig Chancen. Und zu sehr thematisieren sollte man das auch nicht. Ich glaube, dass die Mannschaft funktioniert, dass sie bereit ist, den nächsten Sieg einzufahren. Und wenn es klappt, dann, ja, die meisten sprechen dann endlich. Zu Hause läuft es dann auch. Wenn es nicht klappt, dann kann man irgendwo auch Stärken beim Gegner suchen, so wie es gegen Sandhausen der Fall war. Ich glaube, dass Karlsruhe ähnlich unbequem als Mannschaft ist, obwohl sie in dieser Saison erstaunlich viele Tore kassiert haben, aber dann natürlich auch sehr viele schon geschossen haben. Ich glaube, unangenehme Aufgabe, also definitiv. Und gerade wenn man meint, dass man diese Mannschaft im Griff hat, weil es optisch so, wahrscheinlich so werden wird, dass wir mehr Ballbesitz haben, aber Karlsruhe gerade durch die Standardsituation sind natürlich in jeder Sekunde oder bei jeder Standardsituation in der Lage, auch ein Tor zu erzielen. Und da muss man hellwach sein, darf man sich nie auf der sicheren Seite wähnen. Ich glaube, der Karlsruhe ist nicht deutlich anders als die letzten Spiele wie Sandhausen oder auch Darmstadt. Ist halt eine sehr ekelige Mannschaft, spielen viel mit langen Bällen. Wir müssen einfach gut stehen, müssen die Räume gut absichern und wichtig wird sein, wie wir das Spiel mit Ball gestalten. Und ja, wenn wir das gut machen, dann haben wir sehr gute Chancen, das Spiel auch zu gewinnen. Ja, Fabi war vom ersten Gespräch an absolut offener Typ, der eine eigene Meinung hat, der sofort auch der Mannschaft gezeigt hat, hoppla, ich bin jetzt keiner, der Ansprüche stellt, aber ich will meine Leistung in jeder Trainingseinheit bringen. Und da ist er top professionell, sehr, sehr unangenehm, ist ihm auch egal, wer da vor ihm steht, er hält nicht zurück. Er will zeigen, dass er da ist und nimmt sehr viele Dinge an und versucht sich ja, wirklich täglich zu verbessern. Arbeitet sehr viel im Kraftraum, aber schon auch noch ein gewisses Nachholbedürfnis. Das ist ein absolut zuverlässiger Spieler, da weiß man genau, was man hat. Sehe ich ähnlich positiv. Klar war der Anfang, sagen wir, schon ein bisschen schwer, war schon was anderes. Aber ich muss sagen, von Woche zu Woche fällt es mir auch leichter. Und ja, ich denke auch persönlich, dass ich da große Fortschritte gemacht habe. Ja, ist einfach das Spieltempo, das Freilaufen ist halt deutlich cleverer, je höher du spielst. Und einfach die Mitspieler sind halt deutlich besser und ich sag mal, jeder einzelne Fehlpass fällt halt direkt ins Gewicht. Das war halt in der Regionalliga nicht so unbedingt der Fall. Hier wird da halt schon eher drauf geachtet. Habe ich jetzt noch nicht drüber nachgedacht, nee. Ja, dann gibt es ja auch wieder eine Statistik, dann werde ich damit konfrontiert. In 76,8% aller Fälle ist der Herbstmeister auch aufgestiegen. Also das ist ja eine Endlosschleife. Na, ja, wir haben es so, dass wir uns auf das Sportliche konzentrieren. Das ist nach wie vor immer das Wichtigste. Ja, wir gehen aber davon aus, dass die anderen auch nicht wöchentlich ihre Spiele verlieren. Dass jeder mal irgendwo ein kleines Loch hat oder mal ein Spiel verliert, ist jedem passiert mittlerweile. So, wir wollen daran arbeiten, dass wir unsere Spiele gewinnen. Und was dann nach dem Ende des Spieltages bei rauskommt, können wir dann noch nachträglich dann auch feiern.